Hallo, ein weiterer österlicher Gruß aus der St. Andreaskirche Lübbecke. Mein Name ist Heinz-Hermann Grube. Am Sonntag, 19. April, feiern wir den ersten Sonntag nach Ostern. Er trägt den Namen Quasi Modo Geniti. Wie neugeboren, so könnte man den Namen übersetzen. Fühlen wir uns nach Ostern wie neugeboren? Ich vermute, nein. Vielleicht ein wenig hoffnungsvoll, aber doch mit arg strapazierter Geduld. Da kommt das Lied für den Sonntag Quasi Modo Geniti doch gerade recht. Ein helles, munteres Lied, leichtfüßig und mit frischem Ton, das uns etwas aufmuntern mag. Mit Freuden zart zu dieser Fahrt, lass uns zugleich fröhlich singen. Beid groß und klein, von Herzen rein, mit hellem Ton frei erklingen. Das ewig Heil wird uns zuteil, denn Jesus Christ erstanden ist, welch's ihr lässt reichlich verkünden. Wieder ein uraltes Lied. Ein gewisser Georg Vetter hat es geschrieben. Er gehört zur Generation nach Martin Luther und hat dort gewirkt, wo heute Tschechien ist. Das Lied mit Freuden zart gehört zu einer kleinen Sammlung geistlicher Lieder, die er dem damaligen Kaiser Maximilian II. Als sein Glaubensbekenntnis persönlich überreichen durfte. Das heißt doch, so denke ich, es gehört zum Besten, was er zu geben hatte. Das Lied war dann lange in Vergessenheit geraten und wurde erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Da gibt es die schöne Geschichte von einem Kirchenchorfest im Jahre 1951, bei dem dieses damals unbekannte Lied angestimmt wurde. Es wird berichtet, erst sangen ein Paar, dann größere Gruppen und nach 10 Minuten die ganze große Halle mit ihren 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass es eine Freude war. Und noch am Abend sangen die nach Hause Fahrenden in ihren Zügen und Omnibussen mit Freuden zart zu dieser Fahrt. Kirchentagsstimmung. Was hat die Menschen damals so angesprochen? Welche Farben, Stimmungen, Haltungen werden in diesem Lied mit Ostern in Verbindung gebracht? Oder umgekehrt, welche Stimmung hat Ostern? Als Musiker würde ich fragen, welche Klangfarbe hat Ostern? Ich möchte ein paar Beobachtungen nennen und dann versuchen, mit den Klangfarben der Orgel die Farben des Liedes, österliche Farben, hörbar zu machen. Da ist zunächst der Einstieg mit Freuden zart. Zart. Ja, man darf an das zarte Grün des Frühlings dabei denken. Oder auch an Sorgfalt, vielleicht auch Vorsicht. Dürfen wir das wirklich glauben, dass Jesus auferstanden ist? Am Sonntag Quasi Modo Geniti hören wir von Thomas, der sich skeptisch und doch zart fühlend Jesus nähert. Und Jesus lässt das zu. Zarte, zurückhaltende Freude klingt vielleicht so. Dreimal wird in unserem Lied das Wort frei genannt. Der Gesang soll mit hellem Ton frei erklingen. Oder in der dritten Strophe singt Lob und Dank mit freiem Klang.
Und am Ende wird auch gesagt, wovon wir frei sein werden. Frei aller Not, in Erwartung ewiger Freude. Ja, wenn ich das annehmen kann, dass der Ausblick hell und fröhlich ist, dann kann ich auch besser mit der Gegenwart und ihren trüben Tagen umgehen. Freiheit in der Musik äußert sich im Tänzerischen, denn da verliere ich Erdenschwere, werde leicht und beschwingt. Aber doch, es gibt auch starke Töne im Lied. So sensibel das Lied beginnt, so sehr weiß es von der Größe dessen, um das es geht. Jesus ist auferstanden und das wird reichlich verkündet. Und in der zweiten Strophe geschieht diese Verkündigung mit kräftigen, einsilbigen Worten. Er ist der Erst, der stark und fest. Er ist der Erst, der stark und fest den Feind bezwungen und das Leben errungen hat. Das ist ein Sieg. Und zu einem Sieg, zu einem Triumph, zum Jubel gehört der Signalton der Trompete. Von großer Gewissheit getragene, zurückhaltende Freude. Das ist der Ton, den ich in einer kleinen Choralimprovisation zu diesem Lied hörbar machen möchte. Ich wünsche uns allen, dass wir uns von dieser besonderen Freude in dieser besonderen Zeit tragen lassen können. Gott befohlen.